Ich habe zum Beispiel auch ein Rückmeldesystem installiert, in dem die Mitarbeitenden einmal im Monat über eine Web-Applikation die Möglichkeit haben, ihren Führungskräften, nämlich den direkt vor Ort und den Zwischenvorgesetzten, aber auch der Geschäftsführung, Rückmeldungen zu geben über ihre Arbeitszufriedenheit, und zwar über unterschiedliche Aspekte. Da gibt es eine eigene Firma, die solche Umfragen organisiert und vorhält. Und das habe ich in meiner Organisation eingeführt, und da kommen regelmäßig Rückmeldungen, und es dauert nicht so lange, bis sich auch bis zu einer Geschäftsführung durchspricht, wo es denn die Probleme gibt, sondern es gibt sozusagen mit diesem Rückmeldesystem einen direkten Kontakt, und wer sich dafür interessiert, kann mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Ihr braucht nur einen Beitrag im Forum mit dieser Frage, und ich werde dann die näheren Kontakte diesbezüglich weitergeben. So, und die zweite Sache ist, das muss ja auch bekannt werden. Und da ist ein wesentlicher Draht zu neuen Menschen ist die Mundpropaganda. Also ich habe festgestellt, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen aus ihren Ausbildungen haben, mit denen sie auch befreundet sind, die sie im privaten Kreis immer wieder treffen und die in anderen Organisationen arbeiten. Und ich habe es mir daher zum Ziel gesetzt, dass unsere Mitarbeitenden über unsere Organisation in solchen Gesprächen möglichst das Positive in den Vordergrund stellen und daher bewirken, dass nicht Leute von uns weggehen oder andere, die noch nicht in unserer Organisation arbeiten, abgeschreckt werden, sondern dass sie angezogen werden. Das hat funktioniert, und das kann funktionieren, wenn die Mitarbeitenden wissen, es kommt auch auf sie drauf an, ob es attraktive Bewerbungen gibt und ob wir freigewordene Positionen auch rechtzeitig nachbesetzen können. Und dieses Interesse teilen ja die Mitarbeitenden mit der Organisation, und das wurde durchaus verstanden, dass es keinen Sinn macht, über die Dinge, über die man ärgerlich ist, ihn nach extern zu kommunizieren, sondern da ist es wichtig, dass das intern angesprochen und möglichst auch in Ordnung gebracht wird.